Hallo, willkommen zu einem neuen Mechabellum Live-Video. Bevor es jetzt in die Schlacht geht, ich habe nochmal darüber nachgedacht, warum das gestern so gut funktioniert hat mit diesem Einheiten-Spawn. Ich kann es nebenbei einfach mal laufen lassen. Und da sind mir einige Sachen bei der Beobachtung hier aufgefallen. Die eine ist, die Modell tankt relativ gut, die kleinen Kerlchen, für das, was sie kosten. Das hängt ein bisschen von der Menge natürlich ab, ne? Das kostet ja 250 und ihr kriegt hier zwei Salven abgefangen, vom Sledgehammer zum Beispiel, während so ein ganzes Squad fängt, drei Salven abfängt. Also da muss man ein bisschen aufpassen, aber. Gerade im späten Spielverlauf, ja, Runde 6, 7, 8 und sowas, da hat man ja keine Rekrutierungsslots mehr, um Modelltanks zu holen. Dann werden wir vielleicht den Overlord holen, alles. Und dann könnt ihr einfach die Modelltanks nochmal, ne, zwei Drittel so guten Modelltank wie einen echten holen, dafür, dass ihr einfach diesen Knopf anklickt. Klar, kommt das mit dem Overpreis, ne, weil ihr wollt ja vielleicht die anderen Sachen nehmen, Flexibilität wird reduziert. Aber wenn ihr sagt, Modelltanks sind häufiger ein Problem als vielleicht andere Sachen, zum Beispiel, ich habe EMS hier drin gehabt, dann ist das vielleicht gar keine schlechte Option, die einfach dazu zu holen. Dafür machen die keinen Schaden, das machen die Modelltanks aber auch nur selten ausreichend. Also es könnte eine Antwort sein, wenn man einfach mehr Modelltanks braucht und schon eine Sniper-Linie hat. Gerade gegen eine dieser Konter, ne, wenn man in Steelballs kommt, könnte das gut funktionieren. Das Steelballs mit Mechanical. Es hängt ein bisschen von der Zusammenspiel natürlich der Einheiten ab, keine Frage. Weil die Crawler, die rauskommen, machen die fünf Leute schon tot. So, das war die eine Geschichte, die mir aufgefallen ist. Eine andere Sache, die mir aufgefallen ist, ist jetzt nicht Rocket, also ist jetzt nicht super neu, ist die, dass die Marksmen, die überholen die Freunde, was erstmal dumm klingt, aber dadurch, dass der mehr Reichweite als so ein Fang hat, bleibt er dann doch wieder stehen und lässt sich von den Fangs wieder überholen. Das heißt also, je nachdem, wo man die hinstellt, je weiter hinten die sind, desto eher hat man das Problem, dass er die überholt hat und gewonshottet wird. Das heißt, man will die tatsächlich gar nicht so weit hinten positionieren, wenn sie die Einheiten spawnen. Hier sieht man es jetzt. Jetzt überholt er die, ne? Wäre das jetzt ein Marksman gewesen, hätte der zurückgeschossen zum Beispiel oder ein Phoenix oder was auch immer. Ja, von daher ist das auch mal interessant. Das heißt also, Marksman vielleicht nicht ganz so weit hinten positionieren im Verhältnis zum Gegner. Das muss man sich dann vielleicht auch mal überlegen, diese Variable. Ja, und ansonsten gibt es noch die anderen dicken Kerlchen. Die Wulken, lohnt sich das denn zu spawnen? Also ich glaube persönlich, dass ich da am allerwenigsten rausbekomme. Also wenn man sich die Wulken anschaut, wo ist das Vieh? Ja, also da muss man schon eine ganze Menge freischalten, damit man was bekommt. Also klar, es kostet nur 150, ja, sobald ihr zwei Wulkens habt, könntet ihr argumentieren, hat sich schon gelohnt, weil ihr zwei Marksmen bekommt, ja, so je 100 das Stück. Man könnte auch argumentieren, wenn die Fangs dran sind, sind die noch ein bisschen mehr wert. Und vor allem, hier gilt auch noch der Level, das heißt, wenn die Level 2 sind, kriegt ihr nochmal irgendwie 50 Punkte obendrauf pro Marksman, der gespawnt wird. Ja, ist alles richtig, kommt alles dazu. Aber ich habe das Gefühl, dass, also es gibt selten Rechtfertigung dafür, drei von denen zu holen. Und selbst dann ist immer noch grenzwertig nur besser. Und dann steht er ja auch irgendwo, wo ihr vielleicht gar nicht haben wollt. Also ich bin nicht ganz sicher, ob diese Fähigkeit nur annähernd so gut ist wie die hier, weil hier kriegt ihr halt wirklich funktionierende Modelltanks unter Umständen in großer Masse, weil ihr die in großer Masse habt. Hier geht es wahrscheinlich mehr um den Wert freizuschalten, war mein Eindruck. Ich will nicht ausschließen, dass das Sinn machen könnte, auch zu holen, gerade wenn ihr den Rest sowieso nicht freischaltet. Bei mir ist ja so, dass ich ganz selten da was freischalte, wenn überhaupt dann nur die Raketen. Und selbst da muss ich zehnmal überlegen, ob ich die brauche. Von daher lasse ich es drin, es könnte sich dann lohnen, gerade wenn man halt eben, ne, vielleicht mehr als zwei hat. Mein Problem persönlich, das muss jeder für sich selber jetzt entscheiden, ist, dass ich keine Vulkens, also ich spiele halt sehr selten die Dinger. Ich finde, die sind einfach ein heftiges Überinvestment sehr häufig, ne? Also da wo im Vulken-Impact, da reicht in aller Regel auch ein Arclight, ja? Und ihr könnt ihr auch früher holen, dann levelt der auf und all so ein Schnickschnack. Also der Vulken scheint mir oft sehr teuer zu sein für das, was er macht. Aber wenn man den benutzt, ist das sicher auch nicht schlecht, wenn man die Karte dann drin hat. So. Das alles gesagt, machen wir jetzt nochmal diese defensive Strategie so ein bisschen, sofern es sich halt anbietet. Aber jetzt nicht so auf Biegen komm raus und der frühe Vulken, damit der auflevelt, der besser spawnt. Also wir haben ja auch jede Menge Spiele verloren. Also nicht Spiele verloren, sondern Runden verloren. Ne? Also die ersten drei, vier Runden habe ich, glaube ich, immer abgegeben an den Gegner. Und ich glaube schon, dass das ein bisschen daran lag, dass das Alter zwungen ist, dann Vulken hinzustellen, ein Oberinvestment ist. Ja, und wenn dann keiner kommt, ist noch schlimmer. Also ich glaube nicht, dass das notwendig ist, da mit dem Vulken zu arbeiten. Ich werde allerdings jetzt mit dem Marksman, wenn es irgendwie ergibt, schon überlegen. Also so ab 6 Stück, vielleicht sogar auch ab 5 Stück, es sind einfach nochmal so ein bis zwei Salven, die Modelltanks von denen mehr einstecken im Late Game. Und das ist schon sehr fett, ne? Also das sind keine Kleinigkeiten mehr, von denen wir hier sprechen. So. Und natürlich noch gebufft, wenn ihr die Schilde oder sowas vergibt, ne? Wenn ihr so was machen wollt. Ja, dann gehen wir nochmal in diese Richtung mit dem Rhino. Weiß nicht. Ein klares Jein, würde ich sagen. Also wie gesagt, er zwingt das jetzt nicht, aber ich habe ein Auge drauf, ob ich das machen kann. Und das zum Beispiel ist ja schon mal eine Idee, dass man bei dem hier die Marksman spielt. Hinter ganz gut ging alles, was da kütt.
So, klassischen Split, da auch nichts Weltbewegendes. Das passt dann auch von den Höhen wahrscheinlich. Steel Balls, da gilt halt echt die gleiche Regel. Steel Ball gegen Steel Ball geht ja auch so rein. Von innen nach außen. Hier sehen wir die Gefahr, dass die halt, wenn die übereinander laufen, irgendwie sowas. Also so laufen die so nicht, aber wenn, ne, der gerade darauf was zuläuft und der schräg, hast du hier einen Satellit abbekommen. Das könnt ihr aber, glaube ich, nicht perfekt lösen, wenn ihr die gleichzeitig im Kampf haben wollt. Die ein bisschen nach hinten, damit die halt die ganzen Schüsse tanken. Auch sind die hier in der Flanke ganz gut. Und die geben einfach Feuersupport aus der Mitte. Der Split ist real. Also die nächste Runde links wahrscheinlich ein Crawler. Die Leute haben ja diesen, wie nennt die Hawk das immer, den inneren Mönch, ne? Dass sie alles symmetrisch machen müssen. Ich habe diesen inneren Atheist, mir ist das völlig wurscht. Aber man kann das gegen die Leute halt verwenden, wenn die sowas machen. Ja, ihr seht schon, Steel Balls beide, ne? Wären jetzt tot gewesen, hätte ich ein Damage Upgrade. Und dann hätte ich früher auf den geschossen, hätte den Kampf gewonnen. Wir hatten nur noch 50 Punkte über. Schildspezialist. Ja, gegen Steelboys würde ich das nicht holen. Die fräsen sich da einfach super schnell durch. So, jetzt lohnt sich's nicht mehr, sondern ich will noch mehr von den Jungs holen. Ja. Also Anti-Modell-Tank ist jetzt, glaube ich, angesagt erstmal. Weil der macht jetzt einen Crawler links. Jo, fast überlegen, Sledgehammer zu holen. Klingt vielleicht komisch gegen Steel Balls, ist aber tatsächlich machbar, wenn man die richtig aufstellt, dass dann der Verbund der Waffen so, und ich will die aber nach innen ziehen, wenn es irgend geht. Mit dem Satellit ist immer so ein bisschen tricky. Will vor denen schießen. Also meine Überlegung gerade ist, das Satelliten gefährlich ist. Naja, meine Überlegung gerade ist, also klar, vertikal wegen dem hier, ne? Aber meine Überlegung hier war gewesen wegen den Reichweiten, dass die räumen die Modells weg und die räumen unsere Modells weg, ja? Und die sind ja gleich schnell. Das heißt, wenn ich ein bisschen weiter vorne stehe, räume ich sein Modell ein bisschen schneller weg. Die Frage ist ja, wo vorne ist, wenn man die so hinstellt, ne? Wenn ich zu weit vorne bin, räumt er mich damit weg. Seine Antwort, da war übrigens ein Mönch. Seine Antwort war, mehr Reichweite auszugeben, um meine Modelltanks früher wegzuräumen. Gibt mir wahrscheinlich so einen Schuss mehr oder sowas. Dabei gewesen. Erstbeste Einheit und zweitbeste Einheit oder drittbeste. Den Kill zumindest. Also, ihr könnt schon ein Punishment hinnehmen, die Panzer. Und wenn sie vertikal gestellt sind, auch ein Steelball ein bisschen tanken. Sie verlieren zwar gegen Steelball, oder dafür ist ja der Feuersupport da, ne? Hier hinten die beiden. Das läuft dann ganz gut. Extended Range. 20% weniger. Dann bringt mir das Offensive Upgrade nichts mehr, außer ich im Level Up. Tricky Stuff. Weil habe ich denn was von der Range, ja? Also sind die nicht sowieso schon gleich alle hier vor mir da, die Modelltanks? Auf der anderen Seite habe ich schon ein bisschen aufgelevelt. Schwierige Entscheidung. Ja, aber wenn ich das mache, kann ich hier 100 Punkte dafür sparen und kann den Level nutzen. Und vor allem, wenn ich dann gleich mit dem Beacon arbeite. Ah, ich hätte Erfahrung vergeben, das ist nicht genug. Ja, nicht mit dem Beacon, wenn ich mit dem da arbeite, ne? Und dann bleiben die früher stehen, was ja auch nicht ganz unwichtig sein kann.
Naja, aber jetzt kann man schon sehen, ne? Also 1800. Jetzt brauchen sie halt drei Schüsse. Einer die auf Level 1800, ne? Das sind ja dann 3600. Dann 390. Das könnte tatsächlich reichen, ganz knapp für die zu, damit ich nur zwei Schüsse brauche. Immer tricky stuff. Wir machen es jetzt mal so. Brauchen wir irgendwas hier vorne? 300 Punkte über. Ja, ich mache trotzdem mal die beiden hier ausgeben. Da geht es jetzt mehr um diese beiden Tankgeschichten hier, dass sie diese Kämpfe in den Seiten ein bisschen besser überstehen. Wir können 100 ausgeben. Aua. Ja, also ich habe schon überlegt, ob ich schilden muss, weil das ist ja die große Gefahr, dass mit dem 50er Satellit jetzt einen Kampf mehr gewinnt, als er sollte, ne? Hat er einen Großteil des Squads bekommen. So, die Crawler in der Mitte, dann müssen wir gleich nochmal gucken, ob da was hin muss. Das wäre aber jetzt zum Beispiel schon ein Fall, wo ich sage, wenn ich die jetzt hier ausgebe, Flanke, dann könnte sich das lohnen. Nicht sicher, warum der. Ne, ist meine, aber trotzdem eine Flanke gemacht. Also ich verstehe die Leute, warum die eine Flanke machen und einen Satellit. Das ist für mich wie Doppelflanke, ja. Das ist immer ein Eigentor. Weil eins reicht ja zum Gewinnen. Ich wollte gerade sagen, ich kann jetzt gucken, ob ich die Fängs vielleicht jetzt ausgeben möchte. Einfach weil die ja dann doch ganz ordentlich noch was tanken von hinten und die paar Crawler hier vielleicht wegmachen, die da im Weg standen. Ich glaube allerdings, dass die Magier trotzdem sonst da drauf schießen. Also vielleicht mache ich diese Runde noch nicht. Speed. Nö, ich glaube nicht. So, jetzt hat er da unten einen Crawler, dann kann ich den Rest des Spieles aufleveln. Das ist doch schon mal nett. Kann man sicher nochmal mit dem Kleinen arbeiten. Mal den schnell töten. Müssen wir uns trotzdem mal um den Satellit kümmern hier links. Ja, mit dem Schild einfach nur mit dem Satellit nicht trifft. Also, ich habe schon geahnt, dass ich das früher oder später machen muss, wenn ich so aufstelle. Jo, ansonsten, Marksman verbessern. Ich mache nochmal eine Reihe Marksman. Ja, und dann gebe ich es jetzt einfach schon mal aus. Ich will das ja auch testen ein bisschen. Da müssen wir mal gucken, wie sich das entwickelt. Jetzt habe ich immer noch 150 Punkte über. So ist ja das manchmal. Arclight, okay. Ja, kein Problem. Dann hole ich gleich einen König oder einen Marksman und dann ist er direkt weg. Also der schaufelt sich da gerade sein eigenes Grab schon tiefer an der Flanke. Da sieht man schon, wie die jetzt hier alle tanken, überall die kleinen Leute oder im Weg stehen. Und sein Modell tankt die bis zum Schluss überleben, das ist der wichtige Faktor. Oder der Plus halt nochmal eine Reihe extra, ne? Tanky bringt. Aber nachher ist natürlich die Reichweite, ne? Weil sowas der Reichweite schon nett gewesen ist hier so im Endfight. Obwohl ich schon eine gute Range habe, ich habe eben die Karte ausgegeben. Ja, die schießen auch das Headquarter, aber ist das gar nicht in Reichweite, aber das Schild ist in Reichweite. Deswegen so, dass ich auch so weiter hinten hinstellen würde, wenn es irgend geht. Er hat sogar rechts gewonnen, okay. Oh nein. So, die Frage für mich ist jetzt, was möchte ich rechts aufleveln, ne? Regelmäßig. Und eine Antwort wäre halt schon der Phönix, weil der einfach alles gut kontert, was am Boden ist und nicht auch mal in die Luft langsam gehen sollte. Ein Marksman würde aber von den Synergien hier profitieren. Ist immer ein bisschen tricky. Ein Redeployment. So. Könnte auch einfach einen Panzer da unten hinstellen. Gucken, ob er das hinbekommt.
Aber Phönix wäre auch nicht schlecht gewesen. Ich habe nur Angst, dass er dann eben nochmal Crawler dazu packt. Athleten sind beide weg, das ist ein bisschen doof. Also inzwischen könnte sich vielleicht lohnen, hier vorne jeweils einen hinzustellen. Der die Schüsse abfängt. So, gehen wir mal die Crawler da abfangen. Ja, ansonsten mal noch ein Ding, okay. Ja, haben wir noch einen davon. Kannst du da drauf schießen auf den? Smoke. Ja, aber Replika, wir werden ja sehen, wenn ich auf Maul, aber ich glaube, dass das ein massiver Fehler war. Das ist immer die Grundregel, wenn ihr die Kämpfe nicht gewinnt, dann könnt ihr Replika nicht anwenden, sinnvoll. Und ich sehe halt nicht, dass seine Crawler die Kämpfe gewonnen haben irgendwo. Aber ich vermute, der hat damit gerechnet, dass da unten noch mein Crawler steht und dass sein Arclight mich beschädigt, damit seine Crawler die replizieren können. Aber wie Deployment hatte, wusste er glaube ich schon, oder? Ist auch egal. Wie die den alle zusammengehämmert haben. Jetzt überall die kleinen Jungs am rumlaufen und die ziehen natürlich die Sniper-Schüsse. Also er hat jetzt Marksman weiter ausgebaut. Ob das jetzt sinnvoll war, also weil ich sollte jetzt vielleicht überlegen, Artillerie zu bauen, weil das gegen Arclights und Marksman zusammenstehen sehr gut ist. Das andere Problem ist, dass dieses Buddy-System hier vorne, das würde natürlich Marksman komplett rausnehmen, ne? Weil die ja so lange überleben, dass die einfach immer da drauf schießen, statt auf irgendwie ein sinnvolles Target. Also er hat ja gedacht, dass die Arclights das jetzt konnten und dann sieht man glaube ich die Stärke dieser Fähigkeit. Aber ich weiß noch nicht, warum er Marksman darauf spielt. Das ist auf jeden Fall absolut ein komischer Call gewesen. Kann aber auch damit zusammenhängen, dass es einfach keiner spielt, das System. Das sieht man super selten. Hat er auch Range vergeben, okay. Ja, aber gibt halt wirklich massenweise Upgrades. Mehr Reichweite, mehr Tankiness. Ich glaube schon, dass er unten weiter verstärken wird. Ja, es ist mal Zeit vielleicht, sich um neue Projekte zu kümmern. Die Kämpfen ist eben nicht so genau hingeguckt. Also der läuft, glaube ich, immer unnötig in seinen Tod da rechts, ne? Nicht in seinen Tod, aber umsonst dahin. Ich würde den ganz gerne mit an die Front bringen. Und jetzt gehen wir auf jeden Fall mal in die Luft. Schon wieder 100 Geld über. Keine Ahnung, was man da machen soll. In dem Fall ist alles gut. Okay, mehr Crawler. Also irgendwann hole ich dann doch mal einen Wulken. Also drei Reihen Crawler hintereinander, das will er sicher nicht machen. Eine neue Flanke, eine verstärkte Flanke? Nee. Wo ist denn der Crawler? Da links? Ich habe es nicht richtig gesehen. Ja, also es wären auf jeden Fall zu viele Crawler im Moment, dann... muss ich gleich mal gucken, also ob ich jetzt noch hier in der Mitte einen Wulken hinstellen will, den kann ich jetzt beiseite schieben und dann Wulken, dann laufen jetzt fast drei Squads drauf zu. Und jetzt hängt ja auch ein bisschen was, ne? Weil das ist zu viel Abdenkung in der Mitte, das ist kein Flächenschaden von mir. Und das müssen wir beheben. Eine Feuerartillerie dazu geholt. Kurze Frage, tötest du nicht deine eigenen Leute dann damit? Ich habe das nicht genau gesehen. Also vielleicht bleibe ich auch einfach auf den hier, weil, also wenn er mit der Feuerartillerie tötet, er ja nicht nur meine, sondern auch seine Crawler und er hat sogar mehr davon aufgelevelt und mit Upgrade. Also von daher bleibe ich gleich einfach in der Luftwaffe. Allerdings muss ich mir fast überlegen, was diese Runde nicht geklappt hat, einfach meine gesamte Front, aber auch wegen dem Smoke wahrscheinlich mit unter anderem. Hier, ne, ist noch ein Schwachpunkt auf jeden Fall. Da müssen wir uns drum kümmern. Mhm.
Ich meine, ich kann schon einen Flammenwerfer in die Mitte stellen, jetzt wo ich dieses Item hier habe, weil der ist ja ultra tanky und kann die Schüsse abfangen. Also mit dem Item kann man das, glaube ich, rechtfertigen. Ach, ich bin so doof. Den Level 2 direkt holen können dann. Oh, was für ein epischer Fail. Kann ich noch Level 2 dazu holen jetzt? Was kostet der dann? 600, ne? Dann muss ich einen Kredit aufnehmen. Egal. Wegen dem Item lohnt sich der Level 2 halt. Ich mache das normalerweise nicht, ne? Aber jetzt hat er halt 250.000 Leben im Vergleich zu 50.000. Klar, den hätte ich mal umbauen können. Den kurz beiseite. Der hilft hier vorne nochmal aus. Du, 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 du. Roller-Upgrade bringt, glaube ich, nichts mehr in dieser Situation. Mit 50 kriege ich sonst nichts mehr, ne? Guck mal, dass ich ein bisschen weiter links hinpacke, weil ich ja rechts einen stehen habe. Das zieht ja genug da an. Genau, der stirbt halt relativ schnell, aber der ist halt super tanky. Ich muss mal gucken, dass ich gleich noch einen Crawler dazu packe, weil der ist doch zu schnell gestorben. Weil, ne, der Crawler, der gerade war, der könnte eigentlich auch weg. Sehr ganz angenehm. Und jetzt bitte ausfächern. Ausfächern. Ach, das dauert zu lange hier rechts. Ja, die Feuerart nimmt halt leider den Vorteil meiner hier raus, ne, von dem Shooting Squad. Kostet aber auch 50 Punkte mehr. Leider überlebt. 22 Kills gemacht, aber auch extrem viele Schüsse eingesteckt. Da ging es noch fast mehr ums Tanken. Tja, was machen wir denn jetzt hier? Kommt schon eine Menge Punishment hin, ne? Also der hat einfach zu viel Schaden eingesteckt. Ich würde den einfach nochmal ein Stück zurückholen. Wieder links überleben auch, ne? 21.000 Schaden. Jo, was holen wir jetzt dazu? Zweites Upgrade für die Jungs. Feuerartillerie für die Backline. Ich glaube fast, dass das okay wäre, wenn ich da Feuerartillerie reinbolze. Sind ja doch eine Menge Marksmen schon, ne? Und auch die Artillerie und so weiter. Die Frage, ob er dann, also diese 180 Meter kann ich noch schwer einschätzen. Das wäre fast ein Grund, den an die Front zu bringen. Wieder, dass er einfach sofort da reinballert, aber das Schild wird wahrscheinlich eh weg sein, ne? Nicht weg sein. Aber guck mal. Zeit über. Dann geben wir dem hier den Damage Share in der Runde. Ja, damit die Artillerie abgelenkt ist. Nee, Sache, dass das Schild da halt durch fast erwartet. Ist auch ein verbessertes Schild, ne? Hat ja, müsste eigentlich sonst mehr Schaden nehmen. Hat er verbessert. Ja, da haben sich Feuerraketen jetzt nicht so gut gelohnt. Ich wollte damit rein, aber vielleicht schießen sie ja noch in die Backline jetzt. Genau zwischen die ganzen Geschütze. Echt? Ja, die Feuerraketen haben sich, glaube ich, nicht gelohnt. Eigentlich war schon fast klar, ich hätte was gebraucht, was eben die Schilde wegräumt. Und ich kann jetzt mal was Neues aus vorbei. Okay, also soll ich sagen, ich hätte jetzt den Melting Point geholt mit den eben den Anti-Schild-Raketen. Eben als Raketen bei dem auch, die machen ja Schilde kaputt, damit das mit den Anfeuerraketen besser durchgeht. Und es hätte gleichzeitig noch die Fortress gekonnt. Also einer in der Mitte mit dem Setup hätte gut funktioniert wahrscheinlich. So, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das sich wirklich jetzt gelohnt hat in dieser Runde. Also als die Artillerie kam, gerade mit dem Feuer, war es, glaube ich, komplett der Nutzen von dem Ding weg. So hat sich zumindest angefühlt.
Also muss ich auch vergleichen mit dem Nutzen von irgendwas anderem. Zum Beispiel Reichweite hätte ich, glaube ich, mehr rausbekommen. Muss ich einfach noch mehr mit rumexperimentieren. Das ist halt immer so bei neuen Fähigkeiten. Oh, neu. Also bei Sachen, die man selber auf jeden Fall nicht oft benutzt, ne? Dass man da erstmal reinkommen muss und Stärken und Schwächen in Kombination, ne, zu anderen Fähigkeiten, mit anderen Einheiten und auch im Vergleich zu anderen Fähigkeiten herausfinden muss. Und das bei mir, glaube ich, noch in den Kinderschuhen mit der Fähigkeit. Die Grundregel, nur weil es nicht Meta ist, es nicht zu benutzen, die gilt auf jeden Fall nicht. Da muss man dann durch, da gibt es wieder eine Woche Schmerzen. Gogo-Gegner. Ja, also inzwischen, das mit den Karten muss ich mir echt nochmal angucken, weil das erscheint eigentlich immer, habe ich den Eindruck. Disobelite. Wollen wir mal eine Runde verlieren? Ich will einfach nochmal da durch, weil na, das läuft, räumt der Kleinvieh weg und das große Vieh weg. Ist aber Elite natürlich. Aber irgendwie habe ich trotzdem Lust drauf. Einen epischen Crawler. Müssen wir irgendwie da reinkriegen. Ist die Frage, wo? Meist können wir von der Seite einen Winkel bekommen, wo das einigermaßen klappt. Jetzt nicht zum Modell tanken, jetzt wirklich zum Reinlaufen. Der da muss quasi sterben. Das ist aber ein Projekt, was vielleicht funktioniert. Bitte den da töten. Schuss! Doch ein Schuss! Aber es ist Level 2, aber es kommen noch Raketen dazu. Ja, der ist auch gleich Level 2. Aber ich Elite hasse, ich hasse es so sehr. So, aber ich habe auch eine neue Idee. Das ist das teuer. Das wird eine kurze Idee, glaube ich. Wenn er so stellt, könnte noch einer hinterstellen. Pff. Ohne dass der Satellit alles gleichzeitig tötet, weil der Boden und Luft, entweder Boden oder Luft trifft. Ne? Kann ich also noch einen dritten hinstellen ohne Gefahr. Sowas wie ein Pseudoschild, wenn ihr so wollt. Ist natürlich dumm, wenn da jetzt ein Arclight erschienen ist. Ne? Trotzdem, ich kann jetzt beide holen. Das heißt, der Crawler wird gleich durchkommen. Also das Problem, was ich bei Elite immer habe, ist, dass ich die Initiative nicht erhalte. Ne? Und ich habe jetzt überlegt, weil ich in die Flanke setze, dass ich das damit halt ändern kann eventuell. Ich habe es noch nie getestet. Wir gucken mal. Ich will die nächste Runde jetzt verhindern, dass die Phoenix die Arclights wegholen, war sicherlich. Und das ist die Herausforderung. Genau, geht einfach mal weiter, Jungs. Very nice. Ja, Luftabwehr da drin. Strike hat er ausgegeben, will also auch nicht Flanke. Aber ich hätte meiner Armee ja schon die Flanke gesetzt, ne? Also da wird er nur wenig Erfolg haben. Ich glaube nicht, dass er den Strike sinnvoll benutzen kann, oder hoffe ich zumindest.
Ja, jetzt müssen wir das halt irgendwie jede Runde verstärken hier vorne, so dass das funktioniert. Also Mustang wäre halt, glaube ich, eine der größeren Bedrohungen, die er jetzt holen kann. Ich würde gerne ein Schild holen, aber das kann ja keiner finanzieren. Es sei denn, ich hole das mit dem Hacker, das Schild. Mit dem Hacker. Ist das schon getrollt, wenn ich das mit dem Hacker jetzt mache und dann Schild? Aber es kostet, glaube ich, eh 300, ne? Also das heißt, ich bräuchte 600, 700 Punkte. Also nächste Runde kann ich erst ein Schild potenziell holen. Aber alles, was ich gerade gesagt habe, was er holt, da kann ich halt damit reinlaufen. Also warum soll er jetzt einen Steelball holen? Das wäre ja dumm, ne? Und einen eigenen Arclight vielleicht. Er hatte noch keine Modelltanks, aber das wäre halt auch so ein Ding zum Blocken dieser Schüsse. Ah, passt. So. Der Gegner ist im Defense Mode. Was hätte ich gleich gekauft? Schilde und Magne verbessert? Und ein Satellit? Egal. Jetzt gibt's eine auf die Deckel. Große Party. Achso, kurzer Disclaimer: Macht das nicht zu Hause nach, was ich hier mache. Spielt keine Elite. Es wird niemals funktionieren auf Competitive-Modus. Ja, der Rhino hat Spaß. Hat der wirklich einen Marksman eben gekauft? Nee, ne? Das hätte ich ja falsch gesehen. Wenn er vorher eine ganze Reihe von Arclights halt geholt und gehabt und dann könnte ich mir vorstellen, dass er es wirklich gemacht hat, den Marksman. Was hätte er nicht machen sollen? Nice, das Schild haben wir auch noch bekommen. Das war ja ein richtiges Massaker, die Runde. Maximale XP. Doch den Hacker? Wie getrollt ist das jetzt, wenn ich einen Hacker hole? Mal ganz ehrlich. Okay, ich kann nicht um den Javelin drumherum, einfach weil, guck mal, wie die hier stehen. Weil er wird jetzt auch Javelin wahrscheinlich da drin, ne? Und da ist die Frage, wer von wem was überbleibt. Aber da komme ich jetzt nicht drumherum um den Spaß. Ich mache jetzt links, glaube ich, auch nochmal so ein Ding auf. Da ein bisschen Schmerzen ab, aber das muss sein. So, ansonsten ja, Level 3. Schon ganz nice. Ich brauche ein gutes Item noch für den, damit er schön knallt, ne? Das wäre sehr angenehm. Fast 70.000. Hätte ich jetzt noch Dings vergeben, hier würde ich einen Javelin überleben. Komm, kein Javelin. Okay. Habe ich jetzt ein bisschen überrascht, aber ein Hacker kommt. Okay, ja, dann viel Spaß damit. Level 2 Hacker. Hat die Tankkarte für den vergeben, ne? Deswegen war der gerade so ultra tanky. Also, dass man mit Elite den Willen von einem Spieler brechen kann, hätte ich jetzt auch nicht erwartet, ehrlich gesagt. Aber na gut, er hat ihn jetzt hier auf fast 40.000 Leben gebracht mit der Karte. Er hätte nicht rausgehen müssen. Also, das kann er, hat er gesehen, er hat ihn ja ganz gut angefangen zu hacken. Er hätte einfach nur, ne, sind ja die Javelin gestorben auch, einfach hier vorne noch eine richtige Reihe irgendwas hinbringen müssen, um das aufzuhalten. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Also, der Rage Quit war sicher sehr unnötig. Ich kann verstehen, dass das frustrierend ist, gerade nachdem man jetzt ein Investment gemacht hat in Karte, Level und Einheiten freischalten. Aber das war ja der Javelin auch ein bisschen, der gestört hat und dass er vergessen hat, hierzu was hinzustellen. Ach ja, und es war gegen Elite. Jeder sagt halt, ne, wie ich auch, wer gegen Elite solltet ihr nicht verlieren. Ja, von daher hat er einfach, die Frustschwelle war dann zu hoch für ihn, wurde überwunden. So, das war Elite, macht das nicht zu Hause nach. Ich muss es nochmal betonen und ich bin weg für heute. Ciao, ciao.